Am 1. und am 2. April findet ja das Meet and Greet Festival in Oberhausen im Resonanzwerk statt. Es ist ein Folk Metal, es ist ein Pagan Metal Festival und wer passt da besser rein als ein Urgestein wie Tyr? Tyr kommen von den Faroe-Inseln und machen Pagan Metal. Ist den meisten wahrscheinlich ein Begriff, Tyr. Da passt jetzt auch ein guter Wortwitz, ne? Der nordische Glaube öffnet Tür und Tor. Ha, egal. Tyr sind aktuell mit ihrer Live-CD unterwegs, beziehungsweise unterwegs ist ja momentan, fängt das ja wieder an, aber Tyr haben dieses Jahr eine Live-CD rausgebracht, A Night at the Nordic House, und davon reacte ich jetzt mal auf das By the Thought in My Hand. Ja, ich bin gespannt, ich hab gesehen, da ist ein Chor im Hintergrund, hab aber noch nicht reingehört. Schauen wir mal, sehen wir mal, hören wir mal. Schon gut voll, also muss ich sagen, das ist schon mal geil. Und mit Orchester doch epischer vom Klang her, größer als erwartet von der Band wie Tyr. Ja, schauen wir weiter rein. Ja, also ich muss sagen, bis jetzt super, es passt. Wer das Ganze ohne die Unterbrechung sehen will, unten in der Infobox ist der Link dazu. Bis jetzt gefällt mir das super. Es ist, ich finde es allein mit dem Orchester, das macht schon mega viel her. Es ist gut im Hintergrund gehalten bis jetzt. Und Tyr ballern ja auch nicht so rein wie andere Bands. Ist ja eher ein bisschen melodischer. Aber wer Tyr kennt, weiß das Ganze ja. Und ich find's bis jetzt ultra gut. Hab so ein bisschen Gänsehaut gerade schon bekommen. Mal schauen, wie es weitergeht. Sehr geil mit dem Chor, das passt perfekt. Wenn man sich das Schlagzeug da anguckt, das ist jetzt keine Corona-Maßnahme, das ist einfach nur, damit der Chor nicht vom Schlagzeug übertönt wird. Das kenne ich von anderen Bands, die halt etwas leiser spielen und ein Chor ist halt nun mal leiser. Das ist trotzdem sehr gut, sehr perfekt gemacht. Das ist halt ein Chor und ein Orchester, das sind Profis. Und Tyr halt eine Profi-Pagan-Band von den Faroe-Inseln. Wer kennt die Faroe-Inseln? Klar kennt man die Faroe-Inseln, aber ganz ehrlich, eine richtig geile Band von so einem kleinen Inselstaat, ultra gut. Was ich geiler gefunden hätte, oder was da jetzt in dem Video ist, die Orchestermusiker sind hier alle in schicken im Anzug, beziehungsweise da in Bläsern und so. Und ich hätte es cool gefunden, wenn die irgendwie Metal-Klamotten angehabt hätten. Das wird passen. Oder Tür in Anzügen, aber das wird wiederum nicht passen. Aber es ist, fände ich cooler. I will conquer the land. I will
Sorry, wenn ich da jetzt nochmal unterbreche. Also ich finde, das ist ultra gut zusammen. Das klingt wirklich wie auf einem Studioalbum von der Qualität des Backgrounds her. Ultra gut. Das ist ein super Zusammenspiel zwischen den Instrumenten der Band und den Instrumenten des Orchesters. Und der Gesang des Chors stimmt sich genau auf den Gesang des Sängers ein, was ja nicht immer so leicht ist, weil, ich sag mal, so ein Chor, das sind ausgebildete Sänger. Das sind Leute, die wissen, was sie machen, die treffen genau einen Ton. Muss man nur sagen, sing mal ein A, dann singen die ein A oder was auch immer. Was bei den Sängern aus Metal-Bands meistens nicht der Fall ist, und da muss man sich halt darauf einstellen, finde ich unglaublich gut, wie es da gelöst ist und auch da, wie Tür da so zusammenpassen, ultra gut, gefällt mir. Sword in My Hand von Tür, ein sehr geiles Video, also sehr geile Aufnahme, sehr geil mit dem Orchester, sehr geil mit dem Chor, gefällt mir sehr gut, auch wenn ich weiß, dass ich so nicht auf dem Meet and Greet sehen werde, weil da ist die Bühne einfach zu klein für, da ist die Halle viel zu klein für, um das Orchester da hinten reinzubringen, beziehungsweise das wird passen, aber dann müsste das Publikum arg reduziert werden. Ja, Tür, By the Sword in My Hand, das Ganze ist von Metal Blade Records, also läuft über Metal Blade Records, und Tür, eine Band, die ich schon seit vielen Jahren kenne, seit dem ersten Album, und eine der wenigen Bands, wo ich es auch in dem Bereich der Musik, wo ich es auch den Klagesang sehr gut finde. Ich stehe eigentlich mehr auf Geschrei. Das gefällt mir ultra gut. Leider wirklich Tür noch nie live gesehen. Ich hatte irgendwie zweimal die Möglichkeit, aber hat dann nicht geklappt. Jetzt ist es endlich soweit. Schade, dass deswegen Arkona ausfällt, aber Tür ist für mich eine Band, die auf meiner Liste stand, unbedingt mal live sehen. Und ja, ich mag so diese alten Lieder von denen, so Shadow of the Swastika, und ich hoffe, sie spielen den Wild Rover. Ich weiß nicht. Wild Rover finde ich von denen sehr geil. Ich hoffe. Also gibt es ja noch viele Lieder,
von Tür, die da hoffentlich gespielt werden. Ja, es ist halt eine Band, die schon so viele Alben rausgebracht hat, gibt es seit. Ich glaube, die haben jetzt schon 11 Alben rausgebracht. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall das letzte, A Night at the Nordic House, kam 2022 raus, also dieses Jahr. Den Monat weiß ich leider nicht genau, aber das Jahr ist ja noch nicht so alt. Wir haben jetzt erst März. Und im April findet ja auch schon das Meet and Greet statt und ich hoffe, ich sehe euch da. Falls euch die Musik gefällt und ihr bis jetzt noch nicht wusstet, dass es Meet and Greet ist, weil ihr jetzt irgendwie durch Zufall auf dieses Türvideo gekommen seid, ne? Klickt mal auf meinen Kanal, da habe ich schon einige andere Bands reacted, die auf dem Meet and Greet spielen. Und da kommen auch noch zwei, drei Videos zu zum Meet and Greet. Und es kommt natürlich ein Bericht vom Meet and Greet, weil ich bin da vor Ort. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen, außer ich hoffe, das hat euch gefallen und schaut euch Tür an. Alle Links unten in der Beschreibung, falls ihr es noch nicht kanntet. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr Tür kennt. Und ja, wir sehen uns.